Unterwelt, brich in den Turm ein. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll hier, Leute. Lass mal kurz gucken. Unterwelt, ich lese mal eben. Pike-Festung. Nachdem es Kay nicht gelungen ist, einen Auftrag von Gurak und dem Pike-Syndikat zu bekommen, wird ihr von der Informationsvermittlerin Danka Arbeit vermittelt. Kay, wir können sie nennen, wie wir wollen, muss in die Gurak-Basis einbrechen und Daten für einen unbekannten Kunden stehlen. Eieieiei, und da sind wir jetzt. Wir sind auch, ich glaube, wir sind schon relativ weit hier im Turm. Hat der überhaupt gespeichert? Hat der überhaupt gespeichert? Ich hoffe, der hat gespeichert. Ich hoffe, wir sind relativ weit. Haben wir hier aufgehört? Ich glaube schon. Nix ist knuffig. Doch, ich finde ihn hier, finde ich ganz knuffig tatsächlich. Guck mal. Der kleine Nischt. Der finde ich, den finde ich schon sehr knuffig. Okay. Hallo Kim Krauti. Moin. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hat sich da irgendwas bewegt? Ich glaube, hier waren wir schon mal, Leute. Ich glaube, der hat unseren Fortschritt nicht gespeichert, oder? Sind wir hier zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, wie süß der Nischt ist. Oh, bist du niedlich. Also schön, Datei. Okay. Wo ist diese Konsole? Ja, müssen wir auch mal gucken. Hat der gespeichert? Waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Ich bin mir komplett unsicher. Weil das Problem ist eben, dass wir beim letzten Mal, als wir hier lang gelaufen sind, beziehungsweise das Spiel gespielt haben, da hatte ich ja schon ein Gewehr gefunden. Aber das ist ja gar nicht mehr ausgerüstet. Oh no! War ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Lass uns mal die Kiste aufbrechen. Ja, ist noch früh, Leute. Ich brauche ein bisschen länger für diese Kiste. Aber, Alter, 1000 Credits waren da drin. Habe ich das gerade richtig gesehen? Haben wir aus Versehen irgendwie ein paar Level übersprungen? Doch, da waren wir. Da unten haben wir gefightet. Das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, der hat schon gespeichert. Nur meine Waffe ist weg, glaube ich. Eieiei. Ja, da ist ein Terminator. Greifen wir gleich drauf zu. Noch einer, der einen Nischt haben mag. So. Okay. Ja, vielleicht sollten wir davon auch mal Kuscheltiere irgendwie uns alle anschaffen. Der ist ja wirklich sehr niedlich. Okay, pass auf, wir greifen jetzt hier auf das Terminal zu. Es geht los. Vor allen Dingen, hier sind überall diese Fässer. Ich glaube, hier wird gleich noch ein bisschen was passieren, Leute. Oh no, oh no. Die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Oh nein. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Okay, pass auf, wir versuchen zu hacken. Das ist verschlüsselt. Ich hoffe, ich schaffe das einigermaßen. Wir machen wieder so unsere alte Strategie. 1, 2, 3. Okay. Blau war, glaube ich, an der richtigen Stelle, ne? Gelb ist an der falschen Stelle und das andere war falsch. Gut, dann nehmen wir jetzt mal den und den. Auch falsch. Den und den. Gut, dann haben wir jetzt schon die Lösung. Das heißt, wir nehmen den, den und den und sind drin. Hoffentlich. Ich habe irgendwas gehackt, Leute. Es geht los. Hallo Tina, einen wunderschönen guten Morgen. Boah, ich war gestern beim Quiz, ich habe eine Dartfrage verkackt. Muss ich sofort an dich denken. Bitte sei mir nicht böse, falls du das irgendwann siehst, Tina. 170 Euro kostet. Es gibt eins? Hau mal den Link irgendwo rein, bitte. Das gibt's doch gar nicht direkt von Ubisoft, oder was? Hä? Alles entspannt, wir sind auch noch alle müde. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wollen wir alle zusammen in die Kiste springen? Ich hoffe, ihr seid alle über 18, Leute. Junge, das dauert aber ganz schön lange hier, ne? Eieiei. Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schall. Da bin ich mir nicht so sicher. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gurak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Deutschen... Oh, danke schön, Kim. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist lieb von dir. Die mir das Messer reicht. Ja, ist noch früh. Was? Ach so, oh mein Gott, du lässt ja wirklich ein Abo da.
Ich dachte, du hast das Wording verwechselt mit Follow und Abo. Wenigstens haben wir etwas. Oh mein Gott, danke schön, Kim. Eieieiei. Oh Gott, ist das laut. Wo sind wir da nur reingeraten? Ich habe mir schon gedacht, dass sie hier rein... Oh mein Gott, ist das bei euch auch so laut? Alle, bei denen es laut ist, bitte mal ein O wie ein lautes Ohr in den Chat ballern. Ey, Kim, vielen, vielen Dank. Schade, dass du schon los musst, aber vielleicht sehen wir uns ja wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, egal was du machst. Und wir müssen hier raus, oder? Okay, komm. Wir müssen nach vorne. Wir müssen... Findest du auch laut? Okay. Alle, die zu leise finden, machen L rein. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Oh no. Oh scheiße, jetzt geht wieder los. Pass auf. Unter Stress kann ich nicht arbeiten. Oh, funktioniert. Unter Stress kann ich wohl sehr gut arbeiten. Okay, dann heißt es wohl klettern. Los geht's. Wo muss ich denn hin? Oh, ich hab Husten seit gestern. P für passt geht auch. Ich kann mich doch hier nicht runterwerfen jetzt. Ich glaube, wir müssen nach oben, Leute. Ich glaube, ich bin hier... So, warte mal. Lass mich mal ganz kurz... Wir müssen rüberspringen. Wir müssen, glaube ich, einfach... Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. So, jetzt nach oben. Keine müssen, Angst, Dix, der, müssen wir eigentlich nach oben? Nächster Auftrag wird besser. Ja, wir sind eine dreckige Diebin. Was soll ich machen, Leute? Hab nichts anderes gelernt in meinem Leben drin. Papa hat's mir beigebracht. Nee, Mama hat's mir beigebracht. Wie ich Räuber, Plünder. Und alles andere tue. Okay, nach oben sieht's auf jeden Fall gut aus. Wahrscheinlich ein Secret. Vielleicht Sammelobjekte? Hallo. Junge, Junge, hier geht's weiter. Also an alle viel Spaß und, dann, beim Stream bis bald. Ich hoffe, Kim, mach's gut. Dankeschön nochmal. Ich werde definitiv nochmal reinschauen, aber jetzt erstmal Frühstücksbefehl. Oha, Urlaub auf Korfu. Was? Oh, wow. Geil, ey, viel Spaß. Ist Korfu nicht in Griechenland? Ist das nicht so eine griechische Insel? Oh, scheiße. Oh, no. Oh, fuck. Ich habe mich nicht geduckt. Ja, wir machen Brechstange. Ich muss auf jeden Fall leiser machen, Leute. Es tut mir leid. Ich mache ein bisschen ein Ticken. Nur ein Müh leiser. Warte mal. So. Lautstärke, Lautstärke. Was? Aber es ist nicht lauter geworden. Wir machen Effektlautstärke nur ein bisschen leiser. Dialoglautstärke. Filmsequenz können wir, glaube ich, so lassen. Okay. Testen wir mal. Ja, da ist sehr viel leiser geworden schon. Kann das sein, dass die Audio-Settings kaputt sind? Oder was ist da los? Oh, da vorne ist ein Gewehr. Nimm doch die Waffe mit. Nimm doch die Waffe mit. Okay, wir haben sie. Wir haben sie. Besser als nichts. Blastergewehr. Aber wir werden natürlich erstmal richtig schön looten, selbstverständlich. Haben wir hier noch irgendwo was rumstehen? Nee, nee. Oh, hier ist noch was, Leute. Okay, lass uns mal hier rein. Eine Halskette. Super, komm. Wir müssen los, Nischt. Wo bist du? Nischt, komm mit. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. Geht's auf jeden Fall auch wieder nach unten. Oh, hier liegt auch ein Blastergewehr rum. Ich glaube, ohne Blaster kommen wir gar nicht mehr weiter. Ich finde den passenden Link nicht. Welchen Link suchst du denn? Welchen Link suchst du denn? Übrigens, es gibt einen neuen Command. Ausrufezeichen Lümmel. Und hallo Toasty, guten Morgen. Und hallo Evi kocht. Hi, Evi. Den hat sich ja der, den hat sich ja der Dreistadt ausgedacht. Er wollte einen Lümmelzähler. Ach du Scheiße. Und den haben wir jetzt. Oh mein Gott. Ich schaff das. Naja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin, Leute. Konzentration. Spring doch ab. Oh no. Ich bin zu dumm zum Abspringen. Spring doch runter. Lass dich fallen. Oh nein. Wie kann ich mich denn hier fallen lassen? Hallo, der Barthaftige, guten Morgen. Eieieiei. Wie komme ich denn hier runter? Bin zu blöd, mich fallen zu lassen. Das gibt's doch nicht. Überall auf der ganzen Welt fallen Menschen von der Klippe und ich bin zu doof loszulassen. Das kann doch, kannst du mir nicht erzählen. Ach, mit C. Okay, alles klar. Ich habe den Knopf gefunden. Ja, ich bin schon ein bisschen älter, Leute. Ihr seht das ja auch. Dann muss ich erstmal alle Knöpfe durchgehen. So, komm mit, Nischt. Sag mal, der Barthaftige, weißt du, wo man den Nischt hier, den Kleinen, bekommt als Kuscheltier?
Ach so, hat den Link nicht gefunden. Ja, ich glaube, den Link gibt es nämlich gar nicht, oder? Offiziell. So, einmal hier rüber. Wow, wow, fast runtergeplumpst, Leute. Was haben wir da noch? Da ist nichts. Ein bisschen Blut. Silvianisches Eisen. Oh, da sehe ich schon ein schönes Messer von. So. Aber ich finde, die Flucht ist uns sehr, sehr gut gelungen. Boah, das sieht aus wie eine Bossfight-Arena, ne? Da hinten ist, glaube ich, irgendwo gerade einer gelaufen. Okay, komm. Wir gehen. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Ah, ich hoffe. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Ich hoffe. Oh, wir haben es wirklich geschafft. Hallöchen, Nightjack. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Habe ich noch nicht geschaut. Oh, ich glaube, sowas gibt's nicht, oder? Ich hätte gerne dieses kleine Nischt als Kuscheltier, Leute. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Schiff ist nicht verfügbar. Okay, Leute, wir machen erstmal straight unsere Hauptquest, würde ich sagen. Ich habe immer noch das Gefühl, wir sind immer noch in einer Art Prolog. Ja, schauen wir mal. Okay, Leute, pass auf. Wir haben hier unseren Questmarker. Wir wollen unsere... Was? Eieieiei, hier ist irgendwas ist hier los, Leute. Die Stormtrooper stehen überall rum. Wo ist eigentlich der Unterschied, habe ich mich schon immer gefragt, zwischen Stormtrooper und Klonkrieger? Oh, nee, dieses Spiel nicht. Nein, nein. Da gehe ich lieber zum Pferdewetten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich wollte mir eigentlich gestern nochmal Zeit nehmen und mich da mal an diesen Tisch dran setzen. Und mal wirklich versuchen, das Spiel zu begreifen und zu lernen. Aber ich hatte keine Zeit. Ich hatte leider keine Zeit. Manchmal kennst du das, wenn du so wenig Zeit hast. Für deine eigene Freizeit. Es ist traurig. Aber jetzt habe ich Zeit. Aber jetzt gucke ich mir das nicht an. Hi. Uff, den Blick kenne ich. Oh, guck mal, was er für schöne Augen hat. Ich liebe ihn. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Hallo, Mr. Freewood. Moin. Was will er hier rummauscheln? Nee. Was sollen wir dem 500 Credits geben? Er sagt, er nimmt das Geld und spielt damit und er wird gewinnen. 100 Credits geben in den Chat. 500 Credits geben in den Chat. Oder 3, Digga. Verpiss dich, der nimmt dich nur aus in den Chat. 1, 2 oder 3. Eieieiei. 2, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1. Aber okay, geben wir 100. Wir geben 100. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Wir dürfen das nicht vergessen, bevor wir hier, nicht, dass wir hier nachher den... Oh, eine Wette. Ich muss mal ganz kurz nochmal hier Geld vermehren. Also, was haben wir denn? Wer ist denn Erster geworden? 3-mal Erster, aber der ist jetzt unaufmerksam. Der korulianische Überraschung. Der ist ausgelaugt, lebhaft, bekümmert, ausgeruht. Ja, der ist im letzten Rennen Sechster geworden, Fünfter, Fünfter. Ich würde auf ausgeruht, ich würde tatsächlich hier auf den Roten setzen. 4 Jahre alt. 800 Kilo. 4 Jahre alt. Ist aber auch der Älteste, muss man auch sagen. Also gehen wir vielleicht doch, guck mal, der ist erst 2 Jahre alt. Vielleicht doch auf den Lebhaften. Ist natürlich Risiko, auf den Blauen zu setzen. Aber ich gehe auf ihn. Komm, wir machen mal. Wir machen mal. Wir setzen 50. Auf Rot. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Ladies and Gentlemen, es geht los. Alles auf Rot. Oh no. Oh, Rot ist auf Platz 2. Das ist schon mal sehr gut. Komm schon nach vorne, mein Lieber. Oh, Grün ist natürlich... Oh, nee. Oh, ich glaube, wir werden noch überholt, oder?
Wenn du nur kurz zweifelst, schluckst du Staub. Komm schon, no! Nein, Gib! Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Scheiß doch die Wand an! Ich wusste es! Ich wusste es! Okay, geil! Ja, da haben wir die 100 Kröten schon wieder drin. Läuft. Ja, Glücksspiel, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, wenn du erwachsen bist und dein eigenes Geld hast. Geh doch mal hin zur Pferdewette, gönn dir. Aber wenn du verlierst, bist du selber schuld. Bist du selber schuld. Okay, nice. Kehre zu Danka zurück, das machen wir. Die wohnt ja hier drin, ne? Prediction schief gelaufen. Tja. Okay. Ah, ich habe alles. Das ist ja auch eine Froschäugen. Eine Beäugte. Koraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Hey, na? Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Hallo, Sira, moin. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das ich frage mich immer, wie die Zöpfe sich so anfassen, weißt du? Wenn sie den Hut absetzen würde, würde das ja aussehen wie so ein Arsch eigentlich, ne? So, wenn man von oben drauf guckt. Zerek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Meinst du, die Zöpfe sind so fleischig oder eher speckig? Was hast du denen gesagt? Oder hart? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Jetzt werden wir erpresst. Haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Tja, was machen wir jetzt? Ilira vom Pike-Verräter erzählen. Die Information für Gorak aufheben. Ja, das ist jetzt natürlich schon die erste wichtige Entscheidung, die wir hier haben. Also sie ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, von den Pikes. Und die haben in ihren Reihen einen Verräter. Ja, Gorak war so unsympathisch, Leute. Wir haben den Ring geklaut, weißt du? Das ist der Einäugige. Ich glaube, wir erzählen ihr, dass wir einen Verräter haben. Ich probiere es einfach. Ah, Crimson Dawn ist das. Okay, okay. Ich erzähle es ihr trotzdem. Wir machen das. Ihr wollt was ändern? Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an, wie du mitspielst. Du lernst schnell. Ja, abwarten. Hier. Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Ich bleib sehr wachsam. Okay. Ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. War schön. Sieh mal, ob du mehr. Guck mal, eine Nebenquest. Gucken wir gleich. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir so schnell hier diesen Ort verlassen können. Wir haben hier drei Syndikate und hier werden die ganzen Syndikatspiele gespielt. Und ich denke, dass unsere Dienste noch... oh, Musikbox. Kleine Steine, großer Sound, das machen wir mal. Oh, das gefällt mir. Oh. So, ich höre zwar noch nichts, aber ist egal. Lass uns weiterlaufen. Also, ich rede mal mit den Zwielichten gegen Dude. Der da in der Ecke stand. Oh, hier ist auch wieder einer. Nee, das ist sie, okay. Hier, mit ihm wollte ich einmal reden. Er hat auch ein Symbol über den Kopf. Das heißt, er ist von einer anderen Fraktion. Okay. Ich will mal ganz kurz hier mal die Symbole checken, wer ist. Das Huttenkartell. Der ist von den Hutten, glaube ich, oder? Kann das sein? Ist das ein Huttensymbol? Sieht so aus. Okay, ich rede mal mit ihm. Kennst du meinen Namen? Ich
bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Ferry. Siggi! Ein echter Job bedeutet echte. Dankeschön! Ja? Bei den Hutten schon. Servus und schönen guten Morgen zusammen. Ziggy Feuerjetz, Lars Mohan, Lars Lav, Lars Müde, Lars Kaffee, Lars Lasi, Lars Kaffee, Lars. Ja, super an der Katze, Ziggy. Beste. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Vielen Dank, mein Lieber. Kann ich alles nicht rausschneiden, wieder diese ganzen Sounds. Es tut mir leid, YouTube. Bedankt euch bei Ziggy. Aber ich habe ja Untertitel angehabt. Vielen, vielen Dank für den Resub, mein Lieber. Und einen wunderschönen guten Morgen. Gut, ich habe eine neue Mission, Freunde. Aber wir werden auch noch mit den anderen sprechen. Irgendwo muss ja hier auch noch einer von den Grimsons rumstehen, oder? Mhm, lass mich noch mal ein bisschen umgucken. Da sind wieder verschiedene Wetten. Musikstand. Ah ja. Wir scannen natürlich auch einmal alles durch. Aber sieht so aus, als hätten wir erstmal alles gefunden. Komm, wir nehmen den anderen Auftrag auch noch an. Wir nehmen mal beide Aufträge an vielleicht. Gelegenheiten in der Nähe, genau. Komm, wir reden nochmal mit ihr. Hi. Na, meine Süße. Also, danke. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck. Nee, verhandeln kann sie nicht. Aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mache ich seit Jahren so. Ich brauche nur die Teile. Weißt du was? Ich habe einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Oh, Entschuldigung, Leute, ich habe irgendwie... Melde dich. Bin ich am... Er husten heute. Ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Okay. Vielleicht habe ich mich beim Fußballspiel angesteckt mit irgendeinem Corona-Fan oder so. Bei irgendeinem Corona-Fan. Ich war ja beim Fußball. Ey, es war ja so geil, ne? So, wir haben neue Quests. Lass mal gucken. Wir haben ja zwei Stück. Wir gucken mal ganz kurz in Journal rein, welche wir da verfolgen wollen. Wir haben einmal die Quest Neue Tricks. Das ist eine Hauptquest tatsächlich. Und wir haben eine Syndikat-Quest von Toshora. Warte mal, ganz kurz. Nach dem, Alter, 1000 Flocken, ne, das müssen wir eigentlich machen und wir kriegen Ruf bei den Hutten. Nachdem festgestellt wurde, dass das Pike-Syndikat sich in Jabbas Kreaturenschmuggel einmischt, heuert ein Vollstrecker des Huttenkartells namens Verikai an, ihre Kundenliste zu stehlen und die Fabrik zu sabotieren. Ja, das können wir ja mal machen. Das können wir ja mal machen. Wir kriegen zusätzlich ein bisschen Ruf bei einer anderen Fraktion und wir kriegen Kohle. Ja. Okay. Ich würde sagen, auf Karte anzeigen. So. Schnellreisepunkt gibt es da nicht. Ist das das? Nee, das ist das, ne? Okay, alles klar. Das machen wir jetzt. Wir machen eins nach dem anderen. 3 Kilometer in der Steppe. Oh, da können wir ja vielleicht aufs Moped drauf. Deriks Kontakt ist draußen in der Steppe. Heidenheim, bester Verein, Leute. Spritzt Hallo, Chris. Moin. Okay. Lass uns mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Oh, oh. Habt ihr das gerade gesehen? Achso, fuck, ich hab's vergessen. Ich muss ja immer sagen, Ubisoft hat mir ja den Key gegeben. Vielen Dank an Ubisoft für dieses Spiel. Dieses Spiel hat Ubisoft mir zur Verfügung gestellt. Okay, haben wir das jetzt auch? Ja, nicht, dass ich hier gegen irgendwelche Richtlinien verstoße. Ich bin ja hier in diesem Ubisoft Creator Programm und Ubisoft wird sehr, sehr gerne erwähnt. Und deswegen habe ich das jetzt mal gemacht, ne? Küsschen geht raus, Ubisoft. Gut. Okay. Lass uns mal kurz gucken. Leiter rufen? Oha! Das ist ja wie bei Red Dead Redemption. Boah, Alter, das ist natürlich ein geiles Gefährt, ne? Festhalten. So gerne erkunden. Es sieht jetzt aber tatsächlich schon ein bisschen open-worldig aus. Kannst aber noch nicht einschätzen. Lass uns mal losfahren. Wir fahren mal los. Anderes... Oh, guck dir das an. Das sieht aus wie bei Phoenix Rising. Also man sieht auf jeden Fall die Ubisoft-Handschrift hier, du. Lass ihn keine Emotionen. Ich habe alles gegeben. Das kam aus tiefstem Herzen. Das tut mir leid, aber hier müssen wir nochmal ganz kurz absteigen. Muss nur noch einen Knopf finden. Ja.
Warte mal, eine Sekunde. Wer kennt die Taste? R? R. Da muss ich mal ganz kurz hier mal... Hi, Leute! Na, ich habe gehört, hier gibt es ein Schätzchen bei euch. Okay, was haben wir da? Gas. Ich scanne mal hier nebenbei alles. Oh, schau mal. Das ist was Feines, Mix. Oh mein Gott, Alter. Ich werde wahrscheinlich wirklich krank. Alle Streams fallen erstmal aus die nächsten 3 Jahre. Oh, der hat mir das schon gebracht. Wie bist du da hingekommen, sag mal? Gut gemacht, Kleiner. Nicht streicheln. Oh mein Gott, hier gibt es ganz viele davon. Hey, das ist ja gar nicht nüscht. Das ist irgendein anderes Tier. Das ist so ein richtig mieser, trockener Husten, Leute. Es ist furchtbar. Lass uns hier mal... Oh mein Gott, die wollen alle gestreichelt werden. Hier sind ja nur süße Tiere auf diesem Planeten. Ah, da kommen wir auch nicht rein. Wir kommen... Irgendwie kommen wir hoch. Hat er das jetzt geholt eigentlich? Mein Kleiner nischt. Ja, viele Frettchen am Start. Guck mal da oben. Mach mal. Drück mal auf den Knopf, dann. Ja, so ist gut. Leiter ausfahren. Mal sehen, ob er das hinbekommt. Ich weiß zwar nicht, wie er da jetzt hinkommen will, aber... Oh, er hat es geschafft. Oh mein Gott, nice. Okay, hallo Bahamut, guten Morgen. Er klettert da mal hoch. Hm? So. Hey. Hier haben wir eine Kiste. Sieh dir das an. Datenträgerzelle, Kommandeuranstrich haben wir bekommen. Alter, da können wir bestimmt unser Schiff mitmodden eventuell. Gepanzertes Unterhemd nehmen wir mit. Noch ein Grobtuch, noch ein Grobtuch. Ins brauchen wir noch, dann haben wir ein Level-Up quasi in einem Bereich. Oh, scheiße. Kann ich das klauen? Fuck, ey, man kann leider nicht alles fahren. Es ist immer noch kein GTA. Ja, mal kurz... Was ist denn das? Okay, einfach nur hinsetzen. Aussicht genießen. Ist doch schön. Zu dem Kuscheltier habe ich was gefunden. Es gab wohl eine Gamescom Edition. Die ist bei Kleinanzeigen ab 125 drin. Und Disney Store ist nichts zu finden. Wie sieht es denn aus mit dem Ubisoft Store vielleicht? Ubisoft Merch? Ja, das ist ja natürlich doof, ne? Und auf der Gamescom gab es die zu kaufen, wahrscheinlich für 30 Euro. Und jetzt machen die Leute damit richtig Kohle. Ich würde es genauso machen. Oh, scheiße. Oh, no. Okay, was ist denn hier wieder eigentlich? Sprich mit dem Rennfahrer? Moment mal. Boah, das kann ich halt gar nicht, ne? Rennfahren? Hey, Kumpel. Ich geh mal kurz mit ihr sprechen. Hi! Hey! Du siehst aus, als gäbst du gut mit einem Gleiter klar. Rennen gefällig? Ja, wir machen Wettrennen. Wir machen auf jeden Fall machen wir Wettrennen. Ich kann etwas Übung gebrauchen. Du bist selbstbewusst. Mal sehen, ob du den Worten noch Taten folgen lässt. Hallo Delta. Ja, da bin ich auch gespannt. Okay, wo soll ich hier drauf oder was? Bist du bereit? Alter, sie hat ja eine viel größere Maschine. Ich weiß ja gar nicht, wo lang. Da lang. Okay, okay, okay. Sag mal. Die basht mich weg die ganze Zeit. Oh, scheiße, ist die schnell. Boah, ich glaube nicht, dass wir da schon einen Stich sehen, Leute. Gibt es hier auch irgendwie einen Turbo-Knopf? Wir nehmen Abkürzung. Immer schön die Kurven schneiden. Ja, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Das wird immer noch nichts. Okay, ich glaube, sie ist falsch abgebogen. Oder sie nimmt selbst eine Abkürzung. Das wäre auch hart. Okay, okay, okay. Oh, scheiße, Leute. Ihr seid alle im Weg, Mensch. Erreiche die Ziellinie. Noch 3 Punkte. Imperiale Außenposten gesehen. 31. Ja, das sieht jetzt aber schon ein bisschen nach Open World aus hier. Das ist doch schön. Da sind die letzten Fackeln vor uns. Ich traue mich nicht, nach hinten zu gucken. We did it! Oh. Perfektes Ende, Leute. Hey, starkes Rennen. Nächstes Mal kriege ich dich. Wer hat denn gesagt, dass es ein nächstes Mal gibt? Als ob ein Gleiterjockey wie du einer Revanche widerstehen könnte. Wir sehen uns. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Leute? Wir haben uns bestimmt hier zum Geheimnis geführt.